Weiß. Aber hallo! Und umweltfreundlich entsorgt. Und wieder ein Teil gespart. Oh, wir sind so gut. Also ich. Aber ich sag wir, damit es nicht eigenlob ist, ne? Die Arbeiter der Fabrik wollen gleich eine kleine Pause machen, um den Zeppelin zu beobachten, der an der Fabrik vorbeifliegt. Zeppelin? Sie werden danach sicher etwas essen wollen. Sei so lieb und bereite für diesen Fall etwas Toast vor. Zu diesem Zweck muss das Schaufelrad mit dem Basketball betrieben werden. Ist der Toast fertig, bevor der Zeppelin in die Zielzone gelangt, erhältst du dafür ein paar Extrapunkte von mir. Toast fertig, okay. Ja. Manchmal sagt das, manchmal nicht, aber wir müssen das ohnehin machen. Ja, wie machen wir das am dümmsten? Da schaut's mir nach Armbrust aus. Und noch ein Seil. Das Seil kann unbewegt sich dann. Dann ist schon. Dann muss hier ein Lötkolben hin. Lötlampe. So. Das muss ja irgendwie auch die Lampe. Das Ding muss jetzt irgendwie treffen. Okay. Das bewegt sich da. Dann muss das irgendwie umgepustet werden. Meet New. Ist schon links. Jetzt bin ich verwirrt. Karabinerhaken? Das ist tatsächlich ein Zeitstall. Ich glaube es auch. Stromregler. Achso. Fließt dann so viel Strom. Ist oben. Strom heißt Widerstand. Das heißt, wenn der Regler ganz voll ist, kommt kaum noch Strom durch. Ich vermisse einen. Eine Achse. Ich vermisse eine Achse. Das ist die einzige Methode eigentlich. Außer natürlich, man verdreht das Ganze, will ich sagen. Ist aber eigentlich gar nicht, geht es nicht zu nah dran. Nö. Ich meine, geht das überhaupt?
Selbst wenn es jetzt hier so gehen würde. Nö. Es würde nicht funktionieren. Funktioniert echt das echt von dort? Ich finde, das ist ein bisschen zu weit weg. Oder? Macht mich doch nicht so unsicher, Mensch! Flog das, zündet das an? Weiß ich, dass das da muss. Komm, das da unten. So. Das ist mir ein bisschen zu dünn. Mein Lieber. My friend, das ist mir zu zinn. Das ist mir zu zinn. Wegen dem Karabinerhaken nicht. Oh ne! Warum sage ich eigentlich immer dazu Karabinerhaken? Das ist eine Kardanwelle! Es würde mich freuen, wenn du reagieren musst. Nein. Das kann es nicht. Allianze! Allianze Programm! Auf ein neues. Denn der Basketball muss da runterhuschen und dann. Was für eine Lösung! Ja, das wäre auch möglich gewesen, aber ich musste das Komplizierte nehmen. Ja. Ich musste es immer komplizierter nehmen, als es eigentlich ist. Ah, ich denke eben realistisch, ne? Mensch, muss... Zur Abwechslung möchte ich gern mal zu einer Rennstrecke. Allerdings haben sie dort Schwierigkeiten mit der Startampel. Sorge dafür, dass die Startampel richtig funktioniert. Die Glühlampen sollen von oben nach unten kurz aufleuchten. Für die richtige Stimmung kannst du sorgen, indem du den Luftballon in die markierte Fläche fliegen lässt. Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Die Klingel sollte mit der letzten Glühlampe ertönen. So kannst du dir einiger Bonuspunkte gewiss sein. Auch für umstürzende Dominosteine würde ich dir noch ein paar Punkte extra anrechnen. Geht das? Okay. Dann haben wir schon mal das. Und Breitzeitschalter. Und einen wunderschönen Gabelsalat. Der jeweils zu den drei Dingern gehört. Ich glaube, ich... Moment. Das Ding braucht am kürzesten, also Blub. Das Ding braucht am zweitlängsten, also Blub. Weil das hier nicht geht. Ja, Kabel zu kurz. Flup. 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 Dann noch Flup. 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 Da planen wir mal schon großzügig Zeit an. Großzügig, habe ich gesagt. Ach so. Das Ding geht für die erste.
glaube schon, dass wir schon so großzügig Zeit haben. Wozu ist das jetzt hier? Ah. Ich bin ja auch mal wieder hochintelligent. Genau! Das ist es! Toll gemacht! So, mal Licht ins Dunkle hier im Zimmer bringen. Wenn ich an Russland denke, fallen mir immer die russischen Märchen ein. Baba Yaga! Es gibt da eines mit einem Hexenhaus auf einem Bein. Ich habe versucht, es nachzubauen. Warum hilfst du mir nicht etwas dabei? Bringe die Schaufelräder in Bewegung. Sie sollen die etwas zu klein geratenen Flügel darstellen. Und ein toller Effekt wäre es, wenn du die Augen leuchten lassen könntest. Gelingt dir dies, bevor die Flügel schlagen, würde ich dir vor Begeisterung zusätzliche Punkte schenken. Ja, das darüber lässt sich reden. Denn das ist das wunderschöne Haus von Baba Yaga. Und ich muss sagen, hier muss man sehr viel Fantasie reinstecken, um erstmal drauf zu kommen, dass man die Röhre als Bein nehmen kann. Und das hier so dann als die Augen, dann als zu klein geratene Flügel. Also Respekt an die Macher. Kann ich einfach nur sagen, Respekt an die Macher. Respekt, Alter. Erzeugt Strom in deiner Drehbewegung. Das. Und das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Nein. Aber dafür. Die beiden Dinger. Beziehungsweise die drei Dinger sind sie eigentlich. Die Kardanwelle, die sich mit dem Ding verbindet. Wobei wir dann hier. Ah, ich weiß jetzt, wofür das Verwenden tun. Verkantet. Das kann jetzt aber nicht wahr sein. Ah. Wer sagt denn? Denn wir kommen weiter. Und dann mache ich mal so langsam wieder. Also gehe ich mal so langsam wieder zur Aufnahmepause über. Das war heute ein schöner, aber auch anstrengender Tag. Ich möchte mich gern bei etwas Musik erholen. Aber die alten Schallplatten langweilen mich. Sorge dafür, dass der Plattenspieler ausbleibt und schalte stattdessen das Radio ein. Verhindere, dass das Wagenrad die großen Riemenräder zum Plattenspieler verbindet. Nur so kannst du dir Bonuspunkte sichern. Irgendetwas stimmt da nicht. So wahrscheinlich darstellen, dass wie das Ding kaputt geht. Aber das Ding ist ja ein Panzerplattenspieler. Das ist ein russischer Plattenspieler. Kriegst du nicht kaputt. Da kannst du machen, was du willst. Radio. Radio ist da. Blitzempfänger. Wo haben wir denn hier irgendeine Blitzquelle? Blitzmaschine. Ach Gott. Funkfernschalter. Mensch. Muss ich hier noch was Richtiges machen? Sehe ich so aus?
soll sich denn hier was bewegen? Das Wagenrad. Stimmt eigentlich. Gehe ich so, so? Ist das schon voreingestellt? Schalte dich aus, Batterie. Okay, das ist ein bisschen misslungen. Den gebe ich zu. So, machen wir das nach da unten. Das nach da oben. Geht die Batterie so langsam aus? Ist da kaum noch Strom? Das Ding aktiviert die Schaltung. So langsam kann sich das aber drehen. Außer natürlich, es verhakt sich mal wieder. Aus unerfindlichen Gründen. Na komm. Hey, du hast es! Ja. Falls es wieder asynchron ist, ich wollte nur mal gesagt haben, dass ich das perfekt ausnahmsweise mal synchron gesprochen habe mit dem Herrn Professor. Wirklich, kein Scherz. Komm, Russland schaffen wir noch. Ich habe ein paar russischen Kindern die Geschichte vom Froschkönig erzählt. Jedoch konnte ich mich wohl nicht so recht verständlich machen, was die Szene mit der Kugel und dem Brunnen angeht. Warum baust du nicht einfach diese Szene nach? Dann können die Kinder sie mit Sicherheit verstehen. Die Bowlingkugel soll auf die linke Seite des Brunnens in die Zielzone. Als Bonusziel kannst du den Luftballon zerstören. Bild. Wie gesagt, Respekt an die Macher. Das muss man sich erstmal hier ausdenken. Natürlich sind die Teile nicht so toll, aber so goldenes Haar, dann die Kugel und so, und den Brunnen. Also Respekt, wie gesagt. Und dann natürlich hier unten. Geht das? Nee. Das muss schon perfekt sind. Dann. Noch eins. Noch ein Grad groß. Dann noch das Ding hier. Das Ding hier. Raupenkette, Chassis, Kopf mit Knopf. Ui, es leckt er überhaupt nicht. Was hatte ich? So, habe ich das Problem schon mal gehabt. Ich bin verwirrt. Natürlich ist der Eimer nicht ohne Grund da. Eimer platzen. Wie soll ich einmal zerplatzen müssen? Kannst du zerplatzen? Ach ne, das Ding geht dann eh kaputt. Ah, Schwerkraftmaschine. Dann das Ding hier schwerkraftig zu machen. Ja. Ah. Kleiner Fitzelkram. So, zufrieden. Jetzt ab. Ah, zu niedrig.
heißt ja ganz leichte Anziehungskraft. Weltraum. Was? Was? Weltraum heißt ja keine Anziehungskraft. Wie, das Ding aktiviert, deaktiviert sich gleich wieder. Das ist Schiss. Meinst du doch nicht ernst? Mach mal ernsthaft alle Teile. Zum Glück ist es überhaupt nicht mehr wie ein Kabelsalat. Sieht ja fast aus wie hinter meinem Computer. Was für eine Lösung! Das ist ein Experiment Lösung. Und dann gibt's eine Aufnahmepause. Denn es ist schon etwas später geworden. Denn ich habe nun leider nicht Ferien. Noch ist gut. Bevor wir Russland verlassen, habe ich ein paar Kindern versprochen, dass du ihnen einen kleinen Trick zeigst. Lande einen Korb und befördere den Basketball in die markierte Fläche. Genau so soll der Basketball fliegen. Nutze die Kraft der Chemie, um den Basketball voranzutreiben und dir zusätzliche Punkte zu sichern. Zum Beispiel frage ich mich, wie soll man sonst das machen? Ich schätze mal, es gibt Lösungen. Zwei verschiedene Varianten. Das ist überhaupt nicht unnötig. Also erstmal eine Gruppe und dann noch so ein komisches Gruppe. Jetzt habe ich dann nachdenken müsste. Was treibt das an? Also würde ich sagen, von groß zu klein. Die Übersetzung, dann dürfte es ganz easy gehen. Na. So, dann kommt da schon mal Strom drauf. Will meinen. Ach Gott. Denn wir müssen folgendes machen. Umgekehrt, das war schon richtig. Wir müssen mit allen drei Armbrüsten, die durch drei elektrische Hebel aktiviert werden, die hier dann durch die drei Zeitschalter nacheinander aktiviert werden müssen, die drei Fackeln anzünden. Ding haben wir noch. Wer hätte es gedacht? Drei Kabel. Ressortet. Können wir diesmal wirklich keine Teile sparen? Ich würde mal sagen. Nö, dazu brauchen wir keinen Zeitschalter. Das können wir schon ein bisschen machen. Das können wir schon ein bisschen mehr machen. Ja, natürlich. Wunderschönes Kreuz, muss man sagen. Sieht so toll, dass es nicht kocht. Super. Müssen wir auch noch achten. Ja komm. Flop. Komm. Müssen wir das denn drunter packen? Bist du noch ganz dicht? Hahaha.
kann ich gar nicht nachmachen. Oh, schön daneben. Plopp. Geht doch. Oh, was ist denn da? Toll. Das Blöde ist, wir müssen immer so lange warten. Ja, hab ich ja überhaupt keinen Bock. Plopp. Das? Oh, super. Richtig braucht das gar nicht. Das Ding kommt auch zu spät. Ah, ist so schwer, das abzupassen, weil man ewig so warten muss. Und dann gleich schlafen. Einschlafen kommt schlecht. Ja, bitte. Das müssen wir viel früher machen. Das müssen wir viel später machen. Ach. Ein Tick zu früh. Schnarch. Ich würde es ja gerne wegschneiden. Oder vielleicht vorspringen. Ein Tick zu spät. Ich denke, solange, ich hoffe, ich vergesse nicht. Ich mache mir irgendwo eine Notiz. Weil meine Textdatei in den ganzen Ordner. Wenn ich das wieder, wenn ich das nicht vergesse. Dann langweilige Experiment 10 vorspulen. Würde ich immer sagen. So auf, keine Ahnung, 150, 175 oder sogar 200%. Das dauert echt zu lange. Das sitzt perfekt. Das würde fast perfekt sitzen. Aber ich denke, den muss ich erstmal einkriegen. Dann muss es erstmal ein Tick später sein. Es muss irgendwie hier unten noch rum. Also, wieso? Wenn ich mit meinen Fingern vor dem Bildschirm rumfuchtle, interessiert euch das eh nicht. Kann ich ja eh machen, wie ich will. Das muss doch irgendwie gehen, dass wir jetzt mal ein bisschen steiler machen. Kann ja nicht sein, dass ich stundenlang warten muss. Ist ja genau so platziert. Sie kann es eben nicht höher machen. Weil das Ding zu... Doch, das Ding zu... Dafür ist dann wieder zu spät. Stopp. Mach bloß keinen Plopp. Das ist nicht wichtig. Da hoch. Ja, das ist schön. Wieso klemmt das nicht?
Das geht nicht. Ich muss jetzt auch gleichzeitig hier. Mir geht der Anfang jetzt schneller. So spät. So spät. Block. So spät. Schnarch. Block. Boah. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Tick zu spät. Lock. Genau, das ist es. Okay. Ja. Also der Basketball ist weder hier reingekommen, noch ist er hier drin geblieben. Aber hab's geschafft. Okay. 31 Teile durften wir. Yay! So, nur noch den Vorspann von dem hier. Ich mach's nicht, keine Angst. Aus dem Weg! Ich möchte auch hier im ewigen Eis nicht auf mein geliebtes Radio verzichten. Räume alle störenden Elemente aus der Bahn des Laserstrahls, sodass ich ungestört Radio hören kann. Als Bonusziele kannst du versuchen... Ja, das ist ganz klar, dass ich alle störenden Hindernisse... Schnauter... Lass mal sehen, was in der Zeitung steht. Einstein. Heute kann aber auch jeder Wissenschaftler werden. Warte, muss ich mal kurz zurück. Option Audio. So. Ich kann bei der Musik nicht ordentlich reden. Was sollte ich sagen? Das ist auch ganz klar, dass ich erstmal alle im ewigen Eis, also Alaska, erstmal irgendwelche störenden Teile aus dem Weg räumen muss, damit ich mit dem Laser Radio hören kann. Ganz klar, ist ein typisches Beispiel aus dem Alltag. Wenn A plus B ungleich 4 ist, dann muss D doch 5 halbe sein, oder? Ich könnte ja da drauf spielen, aber das würde nichts müssen. Es ist doch nichts passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das noch hört, aber eins weiß ich, so wenn ihr es hört, dann, ich hoffe es zumindest. Und sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, meine Freunde. Denn ich habe jetzt gerade einen schwarzen Bildschirm. Kann nichts dagegen machen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Na, wenn du Stars Manager. Beendest du mir vielleicht Crazy Machines 2.